So, nun kommt die 13. Reihe. Die Randmasche wie immer abheben, 1 links, die Patentmasche abheben, 1 links und die Patentmasche. Die 13. Reihe beginnt wieder mit 3 Maschen links. 1, 2, 3. Und dann ein Umschlag. Eine Masche links. 2 Maschen überzogen zusammenstricken. 2 Maschen links zusammenstricken. Eine Masche rechts. 1 links, 1 rechts, 1 links. Dann ein Umschlag und hier ist ja die Mitte. Da haben wir vorhin eine Masche links gearbeitet und rechts und links einen Umschlag. Hier kommen jetzt zwischen den Umschlägen 3 Maschen links. Und dann wieder ein Umschlag. 1 links, 1 rechts, 1 links, 1 rechts. Dann 2 Maschen links zusammenstricken. 2 Maschen rechts zusammenstricken, 1 links und ein Umschlag und 3 Maschen links. Und die Patentmasche. Und dann ist der Mustersatz beendet und es wiederholt sich wieder. 3 Maschen links, ein Umschlag, eine Masche links. 2 Maschen überzogen zusammenstricken. 2 Maschen links zusammenstricken. 1 rechts, 1 links, 1 rechts, 1 links. Dann ein Umschlag und 3 Maschen links. Ein Umschlag, 1 links, 1 rechts, 1 links. 1 rechts, 2 Maschen links zusammenstricken, 2 Maschen rechts zusammenstricken, eine Masche links, ein Umschlag und 3 Maschen links und dann noch die Patentmasche. Und nächster Mustersatz. Könnt ihr es schon? 3 Maschen links, ein Umschlag, eine Masche links. 2 Maschen überzogen zusammenstricken, 2 Maschen links. 1 rechts, 1 links, 1 rechts, 1 links. Ein Umschlag und in der Mitte 3 Maschen links. Dann ein Umschlag, 1 links, 1 rechts, 1 links, 1 rechts. 2 Maschen links zusammenstricken. 2 Maschen rechts zusammenstricken. Eine Masche links, ein Umschlag, 3 Maschen links. Und die Patentmasche. Und so dann die Mustersätze ständig wiederholen und enden mit einer Masche links, einer Patentmasche, 1 links und der Randmasche. In der 14. Reihe die Randmasche abheben und eine Masche rechts stricken, die Patentmasche zusammenstricken und eine Masche rechts. Und dann beginnt das Muster. Die Patentmasche links und dann 3 Maschen rechts.
Und dann eins links, eins rechts. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Und jetzt sind wir bei der Mittelmasche. Die stricken wir rechts. Und dann fünfmal eins rechts, eins links. Einmal. Zweimal. Drei. Vier. Fünf. Und jetzt kommen drei Maschen rechts am Ende des Mustersatzes. So, die Patentmasche links und dann drei rechte Maschen und dann fünfmal eins links, eins rechts. Eins, zwei, 3, 4, 5. Jetzt seid ihr in der Mitte, eine Masche rechts. Und jetzt 5 mal 1 rechts, 1 links. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann 3 rechte Maschen. Und ein letztes Mal wiederholen die Patentmasche. Ist mir der Umschlag verloren gegangen. Links zusammenstricken und dann drei Maschen rechts. Und fünfmal eins links, eins rechts. Einmal, zweimal, drei, vier, fünf. Die Mittelmasche rechts und noch fünfmal eins rechts, eins links. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und enden mit drei Maschen rechts. So, jetzt heißt den Mustersatz ständig wiederholen. Und dann die Patentmasche zusammen, eine Masche rechts, Patentmasche zusammen, eine Masche rechts. Und die 14. Reihe ist geschafft. Jetzt sieht man schon ein bisschen, wie sich das Muster entwickelt. Und da möchte man auch wirklich gleich weitermachen, weil man eben neugierig ist, wie das Ganze sich ins Maschenbild einfügt. In der 15. Reihe die Randmasche abheben, eine Masche links, die Patentmasche abheben, eine Masche links und die Patentmasche abheben. Und dann beginnt die 15. Reihe mit 5 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann 2 Maschen links zusammenstricken. Dann 1 rechts, 1 links, 1 rechts, 1 links. Und jetzt kommt der Umschlag und jetzt sind es hier in der Mitte 5 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann kommt auch wieder ein Umschlag und zweimal eins links, eins rechts. Einmal, zweimal. Und dann 2 Maschen links zusammenstricken und 5 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5 und die Patentmasche
Und fertig ist der Mustersatz. Wir haben hier also 5-mal linke Maschen. Einmal zu Beginn des Mustersatzes, dann hier in der Mitte und am Ende. Kann man sich bestimmt besser einprägen. Also, wir beginnen mit 5 Maschen links. Und gleich im Anschluss werden 2 Maschen links zusammengestrickt. Dann folgt 2-mal 1 rechts, 1 links. Einmal, 2-mal. Und dann der Umschlag. Und jetzt wieder 5 Maschen links. Umschlag und 2-mal 1 links, 1 rechts. 1, 2. Dann 2 Maschen links zusammenstricken und 5 Maschen links. Und die Patentmasche. Und fertig ist der Mustersatz. 5 Maschen links. Zwei Maschen links zusammenstricken, 2-mal 1 rechts, 1 links, ein Umschlag, 5 Maschen links. Ein Umschlag, 2-mal 1 links, 1 rechts. Zwei links zusammenstricken, 5 Maschen links. Und die Patentmasche. Und das Wiederholen dann diesen Mustersatz. Und dann eine Masche links und die Patentmasche. Eine Masche links und die Randmasche. Ihr seht, hier entsteht auch eine schöne Randblende beidseitig, die gut zu diesem Muster passt, da ja auch in der Mitte eine Patentmasche hochläuft zwischen jedem Mustersatz oder in jedem Mustersatz. In der 16. Reihe hebt ihr die Randmasche ab, dann eine Masche rechts, die Patentmasche links zusammen, eine Masche rechts. Und der Mustersatz beginnt mit der Patentmasche. So, dann haben wir jetzt 5 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5. Noch eine 6 Maschen rechts. Dann 2-mal 1 links, 1 rechts. Einmal, 2-mal. Dann eine Masche links und 5 Maschen rechts. Eine Masche links und 2-mal 1 rechts, 1 links. Einmal, 2-mal und dann 6 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der Mustersatz beginnt wieder mit der Patentmasche und 6 Maschen rechts. 2, 3, 4, 5, 6. 2-mal 1 links, 1 rechts. Dann eine Masche links und 5 Maschen rechts. 5. Eine Masche links und 2-mal 1 rechts, 1 links.
Und dann sind wir bei 6 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und der nächste Mustersatz. Die Patentmasche. Und dann 6 Maschen rechts. 2x 1 links, 1 rechts. Dann eine Masche links und 5 rechte Maschen. Eine Masche links und 2x 1 rechts, 1 links. Und 6 rechte Maschen. Und das Muster ständig wiederholen und mit der Randblende enden. So, in der 17. Reihe. Mit der Randmasche beginnen, eine Masche links, die Patentmasche, eine Masche links, die Patentmasche und jetzt beginnt das Muster. In der 17. Reihe sind es nur noch 4 Maschen links und dann 2 Maschen links zusammenstricken. 2x 1 rechts, 1 links, das bleibt. Einmal, zweimal. Dann der Umschlag und jetzt sind es in der Mitte 7 Maschen links. Und danach wieder ein Umschlag. Und auch hier bleibt 1 links, 1 rechts, zweimal 1 links, 1 rechts. Dann 2 Maschen links zusammenstricken. Und auch hier nur noch 4 Maschen links und die Patentmasche. Und wiederholen 4 Maschen links, 2 Maschen links zusammenstricken, 2x 1 rechts, 1 links. Und ein Umschlag. Und dann 7x linke Maschen. Und ein Umschlag und 2x 1 links, 1 rechts. Und dann 2 Maschen links zusammenstricken. Und am Ende 4 Maschen links. Und die Patentmasche. Und wiederholen mit 4 Maschen links, 2 Maschen links zusammenstricken, 2x 1 rechts, 1 links. Ein Umschlag und 7 Maschen links. Ein Umschlag und 2x 1 links, 1 rechts. Und 2 Maschen links zusammenstricken und 4 Maschen links. Und die Patentmasche. Und ihr wiederholt jetzt das Muster ständig. Und dann wie immer mit der Randblende enden.
in der 18. Reihe. Die Randblende wie immer arbeiten. Und dann beginnt das Muster mit der Patentmasche. Und dann 5 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann 2-mal 1 links, 1 rechts. Einmal, 2-mal. Eine Masche links und jetzt 7 rechte Maschen. Das sind die 7 linken von der Hinreihe. Dann eine Masche links und 2-mal 1 rechts, 1 links. Und 5 rechte Maschen. Und die Patentmasche. Hat sich das Herzchen. Die Patentmasche links zusammenstricken. Und wieder 5 Maschen rechts. 2-mal 1 links, 1 rechts. 1 links und 7 Maschen rechts. Eine Masche links, 2-mal 1 rechts, 1 links. Und 5 Maschen rechts. Und die Patentmasche links und 5 Maschen rechts. 2-mal 1 links, 1 rechts. Und eine Masche links und 7 Maschen rechts. Ich versuche euch immer die Maschen zu bündeln, damit ihr da gut in einen Rhythmus reinkommt beim Wiederholen. Ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob das so für euch okay ist oder ob ich hier eben besser statt 2-mal 1 links, 1 rechts sagen sollte. 1 links, 1 rechts, 1 links, 1 rechts. So, dann nach den 7 Maschen rechts eine Masche links, dann 2-mal 1 rechts, 1 links und 5 Maschen rechts, 1, 2, 3, 4, 5 und das ständig wiederholen und die Blende wie immer. Ich bin begeistert vom Maschenbild, wirklich. Es ist immer wieder schön, wenn eine neue Qualität sich so toll entwickelt. Und wir sind schon in der 19. Reihe. Und mit der 19. Reihe geht's weiter. Auch das könnt ihr mir mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr eher lange Video mögt oder ob ihr sie dann eher aufgeteilt mögt in mehrere Teile. Meist schaue ich ja, dass ein Video nicht länger wird wie 45 Minuten und dann teile ich es eben auf in zwei Teile. Schreibt es mir einfach mal, was euch da praktischer erscheint. Die 19. Reihe beginnt mit 3 Maschen links.
und dann zwei Maschen links zusammenstricken. Die zweimal eins rechts, eins links, die bleiben. Dann kommt der Umschlag und jetzt haben wir hier 9 Maschen links. Dann ein Umschlag und zweimal eins links, eins rechts. Dann zwei Maschen links zusammenstricken. Und drei Maschen links. Und die Patentmasche. Und dann wiederholt sich das Muster. Drei Maschen links. Zwei Maschen links zusammenstricken. Zweimal eins rechts, eins links. Und jetzt der Umschlag und 9 Maschen links. Sehr entspannend. Ein Umschlag und zweimal eins links, eins rechts. Zwei Maschen links zusammen. Und drei Maschen links. Und wiederholen. Moment, die Patentmasche, die kommt hier noch, das hat sich vorhin verschoben, die kommt hier noch zum Mustersatz. Und dann geht es weiter mit drei Maschen links, zwei Maschen links zusammen, zweimal eins rechts, eins links, ein Umschlag und 9 Maschen links. Ein Umschlag, zweimal eins links, eins rechts, zwei Maschen links zusammenstricken und drei Maschen links, die Patentmasche, eine Masche links, die Patentmasche, eine Masche links und die Randmasche. Jetzt habe ich hier nicht erwähnt, dass ihr ab hier den Mustersatz ständig wiederholen müsst, aber das ist ja dann klar. Die Rückreihe. Die Randmasche abheben, eine Masche rechts. Die Patentmasche zusammen, eine Masche rechts. Hier ist der Umschlag verloren gegangen. So, das Muster beginnt wieder mit der Patentmasche und dann vier Maschen rechts. Zweimal eins links, eins rechts. Eine Masche links und 9 Maschen rechts. Eine Masche links, zweimal eins rechts, eins links. Und 4 Maschen rechts. Und das Ganze wiederholen. Die Patentmasche links, dann vier Maschen rechts, zweimal eins links, eins rechts, dann eine Masche links und 9 Maschen rechts.
eine Masche links und zweimal eins rechts, eins links. Und vier Maschen rechts. Und eine Masche, die Patentmasche mit der Masche links zusammenstricken. Moment. Und vier Maschen rechts. Zweimal eins links, eins rechts. Eine Masche links und neun Maschen rechts. Eine Masche links, zweimal eins rechts, eins links. Und vier Maschen rechts. Und das Muster ständig wiederholen. Und dann noch die Blendenmaschen. So, und wir kommen zur 21. und letzten Hinreihe. Danach beginnen die Wiederholungen. Die Randmasche abheben, eine Masche links, die Patentmasche, eine Masche links und die Patentmasche. Und in der 21. Reihe geht es weiter mit zwei Maschen links zusammenstricken. Zweimal eins rechts, eins links. Ein Umschlag und 11 Maschen links. Dann ein Umschlag, zweimal eins links, eins rechts. Zwei Maschen links zusammenstricken, zwei Maschen links und die Patentmasche. Und wiederholen. Zwei Maschen links zusammen, zweimal eins rechts, eins links. Und ein Umschlag. Und dann 11 Maschen links. Und ein Umschlag. Und zweimal eins links, eins rechts. Und zwei Maschen links zusammenstricken. Und zwei Maschen links und die Patentmasche. Und dann geht's an die Wiederholung. Zwei Maschen links zusammenstricken. Zweimal eins rechts, eins links. Ein Umschlag und 11 Maschen links. Und ein Umschlag und zweimal eins links, eins rechts. Dann zwei Maschen links zusammenstricken. Zwei Maschen links und die Patentmasche. Und jetzt geht es ans Wiederholen und dann kann man mit den Blendenmaschen enden.
So, in der 22. Reihe beginnen wir wie immer natürlich erstmal mit den blinden Maschen. Und dann im Muster die Patentmasche links zusammen und drei Maschen rechts. Zweimal eins links, eins rechts. Eine Masche links und 11 Maschen rechts. 1, 2. Eine Masche links, zweimal eins rechts, eins links und drei Maschen rechts. Und wiederholen die Patentmasche und drei Maschen rechts. Zweimal eins links, eins rechts. Dann eine Masche links. Und 11 Maschen rechts. Dann eine Masche links, eine Masche rechts, zweimal eins rechts, eins links. Und drei Maschen rechts. Und wiederholen die Patentmasche und drei Maschen rechts. Zweimal eins links, eins rechts und eine Masche links. 11 Maschen rechts. Eine Masche links, zweimal eins rechts, eins links. Und drei Maschen rechts. Und dann könnt ihr ständig wiederholen und mit den Blendenmaschen enden. Und was ihr jetzt auch ständig wiederholen könnt, das ist das Muster ab der 9. Reihe. Da wiederholt ihr das jetzt ständig. Ich kann es euch noch einmal die 9. Reihe hier gleich aufstricken. Das ist die 9., ist auch gleich die 23. Und die 9. Reihe, die habt ihr begonnen mit einer Randmasche, einer Masche links, der Patentmasche, eine Masche links und der Patentmasche. Das ist ja logisch, weil die Blendenmaschen werden durchweg gleich gestrickt. So, und dann hat die 9. Masche mit 3 Maschen links begonnen. Und das war, Moment, ich muss zählen, 1, 2, 3, 4, 5 mal eine Masche rechts, eine Masche links. Einmal, 2, 3, 4, 5. Und jetzt kommt diese Mittelmasche, die wird auch nochmal links gestrickt. Und dann 5 mal eine Masche links, eine Masche rechts, sodass ihr eben hier in der Mitte 3 linke Maschen habt. Eine Masche links, eine Masche rechts. Einmal, zweimal,
dreimal, viermal, fünfmal. Und dann enden mit drei Maschen links. Und der Patentmasche. Und wieder drei Maschen links. Und fünfmal eins rechts, eins links. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann eine Masche links und fünfmal eine Masche links, eine Masche rechts. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ihr seht, diese Maschen hier, die werden ständig gleich gestrickt, die laufen eben hier hoch. Die eins rechts, eins links, das wiederholt sich hier, das läuft fort. Und dann drei Maschen links. So könnt ihr auch kontrollieren, ob ihr richtig seid. Und wieder drei Maschen links und fünfmal eins rechts, eins links. Seht ihr, hier treffen sie wieder genau übereinander. Eins rechts, eins rechts, eins links. Zweimal, dreimal, vier, fünf, dann eins, zwei, drei, vier. Fünfmal. Dann die mittlere Masche links und fünfmal eins links, eins rechts. Eins, zwei, drei und auch hier treffen sie aufeinander. Vier, fünf. Das ist immer eure Kontrolle durchs ganze Muster. Hier darf es keine Unterbrechung geben. Und drei Maschen links und die Patentmasche. Und das wiederholt ihr dann ständig. Und endet wie immer. Also wie gesagt, die 9. bis 22. Reihe, die wiederholt ihr jetzt ständig. Ich kann euch das Muster auch mal hier im Tuch zeigen, das noch später kommt. Da wiederholt es sich auch ständig, ne? Und so könnt ihr jetzt bis zur gewünschten Länge oder Höhe, je nachdem, ob ihr eure Stola quer oder längs strickt, diese 9. bis 22. Reihe ständig wiederholen. Und als Abschluss strickt ihr nach einer 22. Reihe oben nochmals 8 Reihen drauf, die erste bis achte nochmals wiederholen. Dann habt ihr auch oben einen schönen Rippenabschluss. Das Tuch ist beidseitig tragbar, je nachdem, welche Seite ihr außen haben wollt, was natürlich für eine Stola super ist, dass es nie nach einer linken Seite aussieht. So, jetzt möchte ich noch schnell mit euch messen, wie breit die Stola denn wird mit diesen 93 Maschen. 32 cm. Ein Mustersatz misst circa 10 cm. Also pro Mustersatz, wenn ihr die Stola breiter wollt, um 10 cm, müsst ihr 28 Maschen mehr anschlagen. So, nun hoffe ich, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich werde noch einige Tücher beim Event zum Tücherkompass einstellen. Also abonniert meinen Kanal oder es lohnt sich auch, dass ihr euch das Buch anschafft.
In der Summe ist es sicher günstiger, als wie wenn ihr die Einzelanleitungen kauft. Entscheidet, wie es euch gefällt. Und ja, abonniert meinen Kanal, dann sehen wir uns bald wieder. Und ich sage jetzt hoffentlich bis bald, eure Veronika.